gut. Dann machen wir mal das Licht aus. So, für die, die es nicht mitbekommen haben, weil beim letzten Mal, wo wir mit Claire und Molva gespielt haben, war ja schon recht spät gewesen. Und da haben wir den letzten Endboss gehabt. Ja, wir 20 Minuten haben wir gegen den gekämpft und haben einfach mal unser komplettes Arsenal auf den verballert, weil wir uns total klug angestellt haben. Ja, nicht. Ja. Das heißt, diese letzte Episode, diese finale Episode, wo man vielleicht was Munition brauchen könnte, ist nicht da. Also ich bin mal gespannt. Ja. Licht aus, Cover Bright. Cover Bright, damit leuchtet er uns wieder. Ja, meine 69 Kills heute mit Genji waren aber auch Absicht. Cover Bright. Resident Evil. Boah, das Auge! Ist weg. Voll klug. Ich hab Kopfschmerzen. Ja. Ich nicht. Ein Wunder ist geschehen. Ich hatte 84. Hä? Du hattest doch nur 73 gehabt. Du warst nicht so weit über mir drüber. Ja, guck mal, ein Symmetra, wenn du das R weglässt, dann ist das ein symmetrischer Meter. Da gehört doch Ebbe hin. Ihr Dullis, Symmetra mit 2 M. Oh, der Baron Play. Hast du auf Pause gedrückt oder bist du wirklich da? Karl! Symmetra. Und Meta macht gleich mal einen beschissenen Witz. Boah, Baron, sei nicht so verletzend. So, jetzt geht's in die Kampak, ne? Das ist im Hauptmenü. Da gibt's eine Hauptkampak, ne? Und wir machen dann... Ah, warte, wir können noch in die Fertigkeiten-Einstellung gehen. Wir haben ja noch 21.000. Ja. Und ihr und Symmetra gehen wir am Sonntag dann an. Sonntagmorgen um 8 Uhr treffen wir beide uns. Classic? Meinst du mit dem Witz, Herr Cloud? Hallo, Cloud! Hey, Cloud! Schön, dich sympathisches Kerlchen zu sehen. Verringert Erholungszeit nach dem Ausweichen. Hab ich deine Erholungszeit? Okay, ja... Natürlich! Oh, wie Karl immer alle erst im Chat begrüßt und uns nicht, ne? Ja, ist okay. Das Nein. sind ja die Direkten. Wir haben ja Delay. Ja, gerade deshalb ja. Ja. Kann erst uns begrüßen, 30 Sekunden später sehen wir es dann und reagieren drauf. Hallo, Frau Schmitz. Ja, Fernheilung ist gar nicht so schlecht, ne? Und der andere. Ja, ja. Egal, ich nehme das jetzt. Das heißt, du kannst mich jetzt fernheilen. Das ist gut. Ja, ja. Hier erhöht Angriffsstärke, wenn ihr 10% oder weniger Munition der verwendeten Waffe verbleibt. Leider. Oh doch, hab ich genug, um das durchzureichen, ne? Durchreichen. Cover Bright. So, einmal durch. Jetzt habe ich ja keine Munition mehr, dann ist das vielleicht sogar sinnvoll. Vielleicht sollst du die Stufe noch. Naja, die nächste Stufe kannst du nicht nehmen, oder? Ich mache alles einmal. Ich mache keine Spezialisierung. Mein Aim ist gut genug. Braucht man nicht. Marmeladen-Opa. Fortsetzen. Achtung! Zusammenfassung. Wie sie in Claires Kampagne irgendwelche Viecher mit roten Eiterpickeln am Kopf bekommen. Ist hier bei Revelations 2. Hier ist eine Nachricht. Willkommen im Kirling. Das war cool. Ich kenne nicht Ding, wovon du redest. Ich sehe jetzt nur einiges deutlicher. Ich dachte, es war richtig, was ich tat. Wir werden ewig miteinander verbunden sein. Sie haben sie umgebracht. Und der Heiligling so eine schlechte Tochter war. Die alte Hexe wird dafür bezahlen, dass sie getan hat. Ich zerknatsche dich mit bloßen Händen. Das würde ich jetzt liebend gern spielen. Können wir klären, Roy, ich werde noch springen und mit Natalia weitermachen. Wie hieß er noch? Hab's verpasst. Metamorphosis! Karl!
Metamorphosis. Sorry, Claude, aber ich hab dich, glaube ich, das schon 20 Mal gefragt. Du hast es doch schon gespielt, oder? Aber der hat doch, hat er geantwortet, der hat es gespielt, nur er weiß es nicht mehr? Keine Ahnung. Oder tut das nur so? Oh, ich bin total... Du bist perfekt. Danke. Das bin ich. In 6 Monaten hast du als ich wieder aufwachen. Liz? Und die Welt wird furchtbare Angst haben. Das Kind ist dann eine Veska. Scheinbar. Und da habe ich schon Karl gefickert. Also gute Nacht, mein Schätzchen. Schlaf schön. All die Zeit verschwendet. Mein ganzes Leben war nur der Auftakt für dies. Meine wahre Geburt. Ach ja, da war ja was. Zeit, die Quelle unserer Qual zu treffen. Was ist das hier? Ja, die Klamotten. Kein Unterschied. Finden wir die Aufseherin. Ah, ich hab noch 46 Schuss. Ha, ich muss was erzählen. Während sie sich hier verbindet. Karl. Auf meiner neuen Arbeit hat einer gearbeitet, der hieß Karl. Und der Karl, der hat so Scheiße programmiert, also richtiger Quatsch und Fehler. Und ist dann irgendwann gegangen und in der Firma sind nachträglich noch die Fehler, die auflaufen. Immer wenn ein Programmfehler gefunden wird, also ein Bug, dann nennen wir das einen Karl. Das heißt, wenn ein Fehler gefunden wird, dann wird gesagt, ah, haben wir wieder einen Karl gefunden. Nur mal so als Info. Was hast du dazu? Ach, Karl. Ja, diese Outfits. Ihr wolltet sie haben. Beschwert euch nicht. Genau, du hattest eben einen Karl, als Twitch nicht gehen wollte. Richtig. Ach, guck mal hier. Der Serverraum. Wow, ich hatte nur noch 2 Schuss und 5 Schuss. Wofür gönnen denn die 45? Das sind beides mal Shotgun, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Schatz, wir werden sterben. Ah, das ist ein Hebel, den bewege ich aber jetzt nicht. Nee. Dir die Monitore an. Durch diese Gebiete sind wir gekommen. Und sie hat uns jeden Schritt lang beobachtet. Krass, ne? Hat nichts Besseres zu tun? Failed, failed. Nur wir beide sind anscheinend noch am Leben. Ich werde mit Karl nichts ausdiskutieren. Er kann ja essen, schlafen, aber reden muss ich jetzt mit ihm nicht. Gehen wir jetzt erst rein oder legen wir den Hebel noch um? Legen um. Ich lege ihn um. Und ich habe zu wenig Munition, um das zu tun. Okay. Die Schleuse ändert den Wasserverlauf. Ja, aber wo? Ich erkenne den Ort nicht. Ist das für die andere Truppe? Nein, kuscheln ist nicht. Hast du dir nicht verdient. Kuscheln tut er nur mit mir, Freundchen. Oder mit Damen. Was? Ninjas sind immer sexy und windschnittig aus, sonst bleiben die auch überall hängen. Die müssen ja überall sich vorbeischleichen und wenn die dann am Stacheldraht hängen bleiben, weil die zu viele Klamotten tragen, ist das ja halt auch scheiße. Das ist ja verständlich und nachvollziehbar. Oder sie sind eine ganze Maschine, so wie Genji. Tja, der Meta mir fremdkuschelt gerne, Karl. Mache ich das jetzt auch. Okay, ja, Anmerkungen zum Übertragungsvorgang. Guck mal, ob wir da auch einen Karl finden. Die Übertragung wird bald stattfinden und mein Erfolg ist greifbar nah. Spencer, du armer, erbärmlicher alter Mann. Du hast deine letzten Jahre verzweifelt nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit gesucht. Und du bist gestorben, ohne deine Forschung zu Ende zu bringen.
Idiot. Aber ich habe diese Forschung weitergeführt. Der Körper altert, das ist ein unumstößlicher Fakt. Aber wir können unserem Tod entkommen, indem wir unseren Geist in ein neues Gefäß übertragen. Meine ganzen Bemühungen sind darauf gerichtet, diesen Prozess zu entwickeln und zu verfeinern. Ich hatte einige Erfolge, aber ich muss noch so viel mehr tun, ehe mein Werk vollendet ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich Folgendes bestätigen. Erstens, das Gefäß muss geistig stark sein und jegliche Furchtempfindungen überwinden können. Okay, wir haben doch keinen Karl. Zweitens, nach der Übertragung dauert es 6 Monate, bis der übertragende Geist stabilisiert werden kann. In diesem Zeitraum muss das Gefäß unter allen Umständen geschützt werden. Ach Karl. Eine ist geboten. Ich muss schnell arbeiten. Da, Nummer 2 haben wir. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Ich werde aus der Aufseherin nicht schlau. So. Wieso glänzt das Bett so? Guck dir das mal an hier. Boah, wie viel Munition die in Vasen hat. Was ist mit der? Ja. Ist das für die Gäste? Aber was ist das russisch? Nee. Feini. Nein. Pfui. Nils Bericht. Stuart! Das bestgeeignetste Gefäß ist wohl schließlich doch das kleine Mädchen. Die anderen Kandidaten hatten Potenzial, aber das Mädchen spielt in einer ganz anderen Liga. Sie ist außerstande, Furcht zu empfinden. Das ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hat. Sie hat in ihrem jungen Alter die Terragria-Panik durchlebt, wo jeder Mensch, den sie kannte, getötet wurde. Auch Eltern hat sie direkt vor ihren Augen verloren. Nachdem jemand solche Schrecken durchlebt hat, was bleibt da noch, wovor man Angst haben sollte? Das einzige Problem ist ihr Alter. Aber das ist ein Problem, dem sich der Lauf der Zeit für uns annehmen wird. Sie ist die perfekte Kandidatin für ihre Zwecke. Boah, leck mich, wie viel gibt's denn hier zu lesen, ey? Gedanken, nur meckern, ey. Du musst einmal was lesen, bist direkt am Meckern. Gedanken über Kafka. Mit dieser Geschichte verbindet mich eine Hassliebe. Vielleicht ist sie mir ja näher, als ich mir selbst eingestehen möchte. Als Gregor eines Morgens erwacht, findet er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Seine Familie ist zunächst perplex, aber sie kümmert sich um ihn. Schließlich wird er aber eine zu große Last für sie. Er ist dann nichts weiter als ein hässliches Ungeheuer, eine Belästigung für die Familie. Als Gregor das erfährt, zieht er sich zu einem einsamen Tod zurück. Bis zu seiner Verwandlung hat Gregor die Familie ernährt. Jetzt, da er nicht mehr nützlich ist, ist er ihnen eine Last. Sie sind erleichtert, als er stirbt. Auch ich wurde erschaffen, um einen Zweck zu dienen. Wenn ich diesen Zweck erfüllt hätte, wäre auch ich beiseite geschafft worden. Aber ich weigere mich, zu verkümmern und in Einsamkeit zu sterben. Ich weigere mich, ein hässliches Ungeheuer zu werden. Auch du, Albert, musst dich so gefühlt haben. Lass mal gerade gucken, was für ein Stadtname das war. Hä? Terragria. Terragria. Ist das damit gemeint? Terraria-Panik. Punkt. Ich habe auch Terraria zuerst gelesen. Keine Ahnung, wie bereits in Resident Evil gesagt, habe ich keine Ahnung von der Resident Evil Lore. Das war Nils Bericht. Ja, weil ich habe Resident Evil 7 ist das erste Singleplayer Resident Evil, was gespielt habe. Das 5. Mal kooperativ, aber auch nur so Schalamachala-mäßig. Oh! Oh, es tut mir leid. Natürlich nicht. Oh, was ist denn dahinter? Mach alles kaputt, Schatz. Wir brauchen Items. Aber er kann ja, sofern sich Cloud dazu in der Lage findet, im Chat mal schreiben, wie man es ausspricht. Am besten schickst du uns eine Sprachnotiz im WhatsApp. Nein. Robuster Fernseher, muss ich immer sagen. Wie kommen wir da durch? Oh. Es muss einen Weg auf die andere Seite geben. Ja, das ist eine Tür. Gehen das erstmal durch diese Tür. Oh, ich kann Munition nachladen, ne? Oh, endlich hab ich wieder ein bisschen was. Kamen wir von hier nicht gerade? Kann sein. Wow, du dumm Batzen, wir kamen von da. Ja, oh Gott, bist du dumm. Ich bin nach oben im Gegensatz zu dir. Ja! Mann, ey, das ist aber auch mal anstrengend mit dir.
Das war ein Test, ob du aufgepasst hast. Und natürlich hast du nicht aufgepasst. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Mein Aim. Ja. Okay. Was soll man eigentlich tun? Gucken, wie wir da rüberkommen. Gibt's hier irgendwo einen versteckten Schalter oder so? Ja, das da. Da kann ich was auf der anderen Seite des Aquariums. Ja, aber ich kann's nicht erkennen. Ach, kann man das doch schieben, ne? Lol. Geh weg, Schatz. Ich kann doch nicht schieben, wenn du da stehst. Alter, was ein Rätsel. Gott sei Dank haben wir das gelöst. Da war das ja Absicht, dass ich das Aquarium kaputt machen kann. Wahnsinn. Was habt ihr denn schon für Spiele bei... Da sind wir endlich. Bei dem Speedrun-Event geguckt. Steht die da? Ihr kamt den ganzen Weg nur, um Lebwohl zu sagen? Oh, ich bin gerührt. Es ist bereits vollbracht. Ich habe die Furcht besiegt und das Recht erworben, ein Gott zu werden. Kommen Sie da raus, sodass ich einen Gott erwürgen kann! Jetzt bleibt nur noch ein letzter Test. Die letzte zu überschreitende Grenze. Hört sie uns überhaupt zu? Ja, okay, Chris Bendicode ist nicht so toll. Das war der Tod. Und bald wird er auch die meine sein. Ich werde sein Schicksal teilen. Und ihn dann übertreffen. Was haben Sie da vor? Zielt ihr auf mich? Was stimmt mit dir nicht? Ich kann das auch. Rettung. Ihr macht sich. Einfach so. Nein. Müssen wir jetzt hier rauskommen? Geheimhaltungsprotokolle initiiert. Selbstzerstörungssequenz der Turmspitze der Anlage wird sofort eingeleitet. Wenn Sie sich gegenwärtig im betroffenen Bereich aufhalten, bleiben Sie bitte ruhig. Wir haben Zeit. Wir müssen schnell hier raus. Immer noch? Und alle Antworten mit ihr sterben lassen? Na gut. Zurück zum Fahrstuhl. Schnell! Weiß einer, ob Titan Souls kommt? Plan mit dieser Irre teilen. Und wann? Raus, 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 raus! Benji Kasui ist cool. Ah, Ian, okay. Nein! Der Fahrstuhl! Heilige Scheiße! Von spät reagiert. Da ist ein Gang da unten. Suchen wir einen anderen Weg. Ich möchte nicht immer einen anderen Weg suchen. Hab schon einen. Geht doch. Hast du gut gemacht. War ja offensichtlich. Oh mein Gott! Ein langes Rohr. Es knickte ab. Der Arme. Die arme Wand. Gott, bist du aus der Puste oder warum rennst du? Ja, natürlich bin ich aus der Puste. Du nicht, sie. Ich habe noch einiges zu tragen in meinem Frontbau. Rechts, links, rechts, links. Hier links, du gehst rechts. Ich mach mir nichts falsch. Mehr. Oh, eine explosive Flasche. Ah, Werkbank. Okay, also wir haben... Einmal Modell MP. Sehe ich denn, für was ich die Munition habe? Nee, ne? Ich habe auf jeden Fall zweimal eine Shotgun, was ja schon auf jeden Fall kacke ist. Ja.
die habe ich 5 und für die M1 habe ich nur 2. Das ist Meta, während alles um ihn herum explodiert, macht er jetzt erstmal seine ganzen Upgrades. Leistungsstarke Pistole mit Durchschlagskraft, aber nicht leicht zu modifizieren. Klassikerbacke Pistole, nicht besonders zuverlässig. Kleiner, aber extrem leistungsfähig. Mein gute Bands gegen Situationen. Kapazität 6, 12 und 14 schon wieder. Wechseln, wechseln. Da. Was ist denn? Das ist auch die mit den 46 Schuss. Aber es explodiert doch alles. Ja, das wäre doch schade, wenn der Tisch explodiert, ohne dass ich was machen konnte. Drei Engel für den Schaden. Drück A, drück A. Drück A. Ach, das geht? Ist ja lustig. Schatzi, das sind Viecher. Du hast recht. Ich sehe es nicht, aber ja, da ist etwas mit uns hier drin. Stimmt, das können wir ja nicht sehen. Was steckt sich denn noch hier? Halt einfach die Augen auf. Geh du links lang. Lauf. Nicht sterben, das bringt uns doch nichts. Ja, ich hab die Viecher jetzt gesehen. Halte durch. Hab dich! Mann, du musst einmal den Weg alleine gehen, ne? Weißt du? Wahnsinn. Und hier, du kannst, wenn du A drückst. Jetzt halt die Fresse! Dann kannst du, fuck, kannst du ja runterrutschen. Richtig gut, ne? So, dann gehe ich rechts lang. Ich gehe den längeren Weg. Sollte dir nichts passieren. Bis irgendwo wieder. Da war nichts mehr. Ist noch einer? Ja, hinter dir anscheinend. Armin? Okay. Warte. Achso, oder haben wir schon alles gesehen? Okay, dann geh rein. Kann ich nicht. Hier ist noch. Hab ich's halt. Oh, mit meiner Schulter. Soll das ein Kind sein? Ernsthaft? Steck fest, Mann! Ich hab's bis hier geschafft! Hab ich! Komm ich runter! Jetzt geht's! Na, wir haben Zeit! Kannst du dich ein bisschen schneller laufen, Mädchen? Oh, und eins! Und zwei! Und eins! Und zwei! Und eins! Ist das dein Ernst? Was machst du für eine Scheiße? Das war nicht lustig! Was soll das denn? Jetzt müssen wir die ganze nochmal machen. Oh Gott, ey. Sag mal, hackt's bei dir? Die sollte unten hinspringen, nicht nach ganz unten. Oh. Drück A. Mann. Ja, fail. Sharks fail, Mann. Fick dich. Du stehst mir im Weg. Ja, das geht ja auch. Ah, es geht. Ich hab's bis hier geschafft. So, ich bin vor dir. Wir können sie nicht gewinnen lassen! Ich weiß schon, dass dein Counter abläuft. Als ob du so viel schneller bist. Guck das mal an. Nicht darunter. Hat die auch nicht vor. Weil da stirbst du. Und dann geht halt weit runter. Wieso hängt man da überall? Das ist ja super nervig. What the fuck hast du denn jetzt gemacht? Sag mal, geht's bei dir noch? Das war nicht witzig. Also den Sprung, du bist ja direkt ins Wasser gesprungen. Ich habe einfach nur eine Etage übersprungen, weil ich dachte, ich habe Federschuhe an. So wie in Portal zum Beispiel. Da hast du auch Schuhe an, die federn was ab, wenn du unten ankommst. Ich hab's bis hier geschafft.
Wow, du bist doch voll weit. Wir können sie nicht gewinnen lassen! Meta, du hast nur High Heels an. Das sind keine High Heels, das sind Cowboy-Stiefel. Aber die vom Portal sehen auch aus wie High Heels. Wieso springst du denn schon wieder runter? Ich wollte dich überholen. Hammer. Jetzt muss ich aber langsam ein bisschen konzentrieren. Du weißt schon, dass sich das auf unseren Not am Ende auswirkt, mit den ganzen Toten. Ja, der Cloud meckert doch sowieso, da kann ich auch direkt einen schlechten Abschnitt machen. Ich hab's mit dir geschafft! Wir können sie nicht gewinnen lassen! Fein die Schnauze, mach's besser! Feini, mach's besser! Oh, ich bin fast runtergefallen. Ja, Feini besser machen, ne? Ja. Die hat das hat weh getan. Ich habe mich gerade selber gefamefischt, das hat Aua getan. War ein bisschen zu fest. Jetzt hör doch mal auf, Junge! Mach dich, heil dich! Bevor du dir beim nächsten Mal wieder irgendwas brechst. Ich hab's mit dir geschafft! Wir können sie nicht gewinnen lassen! Du kannst mich doch jetzt fernheilen. Ich hab ja nichts zum Heilen. Oh. Was ist für so eine Scheiße Kraut verbraucht? Schatz, was machst du denn? Du musst aufpassen. Ah! Du darfst ja nicht so viel abdrücken, ne? Das geht sonst ins Auge. Ins Auge? Das ist eine Kiste. Ich weiß nicht, wofür man sie brauchen könnte, aber schuld sie mit! Such unseren Platz dafür, geh weg! Hier hinten irgendwo vielleicht. Wo? Ich weiß es nicht, hier hinten vielleicht? Ah, dass wir hier drüber gehen. Ja, hier. Genau. Da. Progress! Ich häng fest! Der muss er links daneben. Aha. Du hast es da abgestellt, Junge. Also Mann, ey. Mach Platz, du fettes Ninja-Wesen. Oh, das war schon. Schnell! Hoffentlich sprichst du das jetzt ein und nur ich kann drüber. Ich schwöre, ich werde den Scheiß hier sowas von überleben. Claire! Oh, mit Stöckelschuhen über Bretter. Ich war böse, komm, suchen sie mich. Und? Halli, wo ist mein Lasso hin? Oh, wo kann ich? Da. Ja, toll, und ich muss unten. Du bist ja gar nicht mehr runtergeklettert. Doch, ich war gerade im Sprung. Ja, genau. Hallo. Okay, ich geh unten lang. Verdammt, wir müssen ein... Achso, vielleicht musst du oben irgendwas machen. Kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Ich sag nicht, wir müssen die ganze Scheiße dann nochmal runterlaufen. So weit war ich noch nicht. Oh nein! Also da hätten sie uns zumindest entgegenkommen. Ey, ich hab mein Kraut wieder. Ich hab's bis hier geschafft. Wir können sie nicht gewinnen lassen. Nein, ob sie lachen, sonst teilen wir uns Stich. Ja, aber wir haben hier keine Zeit für. Ja, mach die, ich muss eh noch klettern. Mach die Kiste da unten, bitte. Aber wie soll ich das machen? Ja, du gehst vorne runter wieder zurück. Ja, wenn schon Spannung, dann richtig. Mit A. Nein, ich kann da nicht hoch. Ich kann nicht hoch. Okay. Keine Ahnung. Ich hab A gedrückt. Aber die will ich jetzt haben. Das ist bestimmt richtig, was richtig Geiles drin. Ich hab's bis hier geschafft! Wir können sie nicht gewinnen lassen!
Das ist ja direkt am Anfang, da geht das ja. Vielleicht musst du doch da. Weil da unten ist eine Kiste, Leute. Ja, weil da springst du halt so weit. Da springst du rüber, das ist blöd. Ein Momentchen, noch. Wir versuchen es einfach mal. Ich hab's bis hier geschafft! Wir können sie nicht gewinnen lassen! Jetzt geht's ja nicht mehr. Ja. Extra das ist doch keine Absicht. Halt, das ist aber gut, dann muss ich da hin. Von wo bist du da runter? Nee, lass mich vorgehen, dann zeige ich es dir. Ich hab's bis hier geschafft. Jetzt. Die Stelle ist so langweilig, ne? Weil Feini meint, sie darf sowas als Mod. Hier in der Kante. Damit A oder was? Nö, du bist hier so schräg. Runter. Ja, okay. Ist eh besser, weil der Fall nicht so tief ist dann. Die Zeit läuft ja ab. Da läuft die Zeit dann weiter. Das ist viel. Mach schneller. Kein Stress. Scheiße. Jetzt krieg ich's natürlich nicht hin. Ja, sehr schön. Was haben wir da? Diamant! Alter, wie viele sind das? 2000? 20.000? 2000 war das, glaube ich. Oh, richtig gut. Sollen wir nur nicht mehr sterben, ne? Ja, oder nochmal machen halt, ne? What? Ich bin fast gestorben. Nun macht es ja auch nur, weil du es jetzt gerade gemacht hast, Feini. Das versteht Feini doch nicht. Kurze schon? Okay. Kann damit nur leider nicht rennen. Hier, du musst hier dahin. Hier, denk daneben. Halt die Fresse. Komm. Mich nicht. Du musst ich, hier ich kann ja nicht. Es hör auf. Du, musst du hier hin? Hörst du auf? Ich komm doch nicht da hoch. Dass ich eben runtergefallen bin, war auch ein Karl. So. Ich dachte gerade, wieso springt ihr denn so schief ab? Geht's noch weiter oder? Haben wir was zu verkaufen? Ich häng fest. Wir müssen einen Weg darüber finden. Okay, ich muss mir was runtergeben vielleicht. Ich muss mich nicht halt durch! Ich lass dir was einfallen. Ja, lass dir was einfallen. Ich komme hier nicht weiter. Ach, das sind Klappen. Die klappen bestimmt um. Ja, mach zuerst mal die erste vorne. Ja, jetzt eigentlich gerade hier rum.
Ach, das ist die erste. Ja, das sah komisch aus. Also spricht das nicht nach einer Zeit runter? Ja, nur dass ich hier raus kann. Hast du eins vergessen? Nein. Warum bin ich dann gefallen? Weil du dumm bist. Ja, das ist... Können wir nicht wenigstens mal einen Checkpoint haben, bitte? Natürlich. Mega Kiste. Richtig geiler Stuff. Ja, tolle Kiste, die ich auf Zeit machen muss. Ich hasse das. Ich hab's bis hier geschafft! Wir können sie nicht gewinnen! Die Platte war noch nicht ganz unten? Ernsthaft? Ach Karl, du wirst ja bald ein Wochenende bei uns sein, dann kannst du das mal live und in Farbe miterleben. Na, ja, dann sind wir einmal leise. Kannst du wenigstens stehen bleiben, so lange? Oh mein Gott! Ich bin überfordert. Die Steuerung ist aber auch so scheiße. Kann man ein Stückchen trinken? Wir können ja auch geteilte Bildschirme beenden machen, dann kann dein NPC alles machen. Ich hab's bis hier geschafft! Ja, die Nachbarn haben schon eben mit denen gesprochen. Die haben gesagt, die grillen heute. Also hier, die da. Ah, okay. Warum hast du mit denen gesprochen? Weil der draußen saß. Ach so. Wieder diesen Stalker-Mode. Genau, Schax, haben wir jetzt keinen Kunden. Aber das versteht ihr doch nicht, Dan. Bin schon gespannt. Du stirbst jetzt, ne? Guck mal, da unten bewegt sich eine Insel. Das ist bestimmt eine große Schildkröte. Das ging aber schnell. Ja, das ist ja auch auf Zeitdruck. Ja, als ob das jemand... Jetzt mein ernsthaft? Was war drin? Kräuter. Was? Diamant war viel besser. Ne, boah, ich sterb hier immer fast. Den meine ich, genau das meine ich. Das ist doch keine Absicht. Du kannst aber auch nichts. Sagt derjenige, der schon mehr runtergefallen ist als ich, ne? Ja, davon will ich mal ein Recap sehen hier. Ja, Leute, ihr zählt gleich mal nach, wie oft der runtergefallen ist. Ich hab doch einen Counter in meinem Bot drin. Das nutzt doch kein Schwein. Weil kein Schwein mehr weiß, wie es geht. Es ist eine variable Programmierung, da ist kein Karl drin. Ich muss die ganze Zeit rülpsen, ey, das ist voll unangenehm. Ich muss kacken. Schön für dich. Ich muss rülpsen, weil ich gerade mich wieder anstrenge. Stimmt, der Dan darf ja nicht. Ich schwöre, ich werde den Scheiß hier sowas von überleben! Hand an Hand! Oh, Schatz, pass doch auf! Jedes Mal dasselbe! Guck mal, ich bin fast durch dich durch. Oh ja, Baby. Oh, oh. Shake it, shake it! Heiße Lesben-Action. Lululu. Nee, bis er jetzt tot ist, darf ich heran. Du darfst mich nur nicht schubsen, ne? Nicht schubsen! Ich habe einen Joghurt im Rucksack. Ach, so, ja, hier. Ich würde sagen, läuft bloß nicht weiter. Aber die Mods, die haben eine ausreichende Beschreibung im Mod-Channel, wie es funktioniert. Also von daher. Verdammt, wir müssen einen Weg darüber finden. Daran scheitert es nicht. Ich schreibe immer große Handbücher. Und warte, bis die ganz unten sind, bevor du springst. Alles angepinnt. Und wenn nicht, habt ihr auch die Möglichkeit, das anzupinnen. Ihr seid ja erwachsene Menschen. So, ist sie ganz unten? Ist sie auch sicher ganz unten? Okay. Wollen wir jetzt was aufmachen hier? So, dann geh ich mal weiter, ne? Zieh sie bloß richtig. Noch kann ich überhaupt nichts machen. Was macht er denn? Und, kommst du raus? Ich frag mich nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ach, unten ist er doch. Hä, ich kann ihn doch gar nicht packen. Ah, warte. Okay, so. Hä? LS?
Ja, zieh den mal rein bei dir oder so. Ne, du kannst ihn rausdrücken. Ach so, rausdrücken. Mann. Ich geh dann schon mal. Du schaffst das schon. Leuchte mal, haben wir irgendwas? Ich meine, wir haben ja noch Zeit. Hier ist ja eh der Ausgang. Nichts mehr, ne? Genau, schon eine ganze Minute schneller. Das war, weil sie am Anfang bei der Kiste so langsam war. Ui! Ist doch noch nicht schneller. Kondition gefunden. Kannst du nicht aufheben? Hab ich, hab ich. Hab sie dir schon gegeben. First try, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch unterwegs. Enger Weg. Enger Weg. So eng wie meine Unterhose. Weil die gerade in so geilen Aufpassungen drin oder was? Alter, war das tief! Da lang? Ach, da war eine Leiter. Wo lang? Hier würde ich nicht gerne runter. Ja, geh runter. Ja, ich hab doch A gedrückt, jetzt drück. Ja. Du musst gehen. Mit A kannst du rutschen. Ja, die rutscht aber halt erst nach ein paar Schritten. Lauf, 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 lauf! 25 Sekunden noch, zählt alle mit. 3, 2, 20. Nein! Nein! Pass doch auf! Boah, das muss schon noch aufhelfen. Danke. Noch 7? Oh Gott, das macht er doch noch. LOL, müsstest du es wirklich beeilen? Scheiße! Das war laut. Aber jetzt bitte lass das ein Checkpoint sein. Okay, da darf man echt gar nicht mehr tröten. Muss alles zack, zack hin. Ja, okay. Hast du die aufgesammelt? Dann müssen wir schneller sein! Hoffentlich passt der Checkpoint jetzt von der Zeit. Wir haben keine Müdigkeit, Vorschützen. Runter! Ich bin da runtergesprungen wie so ein Idiot. Ich hab's gesehen. Pass auf, da kommt jetzt ein Vieh. Jetzt schaff ich's schon. Das ist gerade nicht sehr hilfreich auf meinem Bildschirm. Ja! Gut, dass der Erfolg nicht auf meinem Bildschirm ist. Wo bist du denn? Mann! Ist mir scheißegal, ich geh jetzt weiter. Der ist bestimmt hier drüben. Wo? Keine Ahnung. Wo bist du denn? Ich bin rübergelaufen über die Röhre. Du kannst das schon! Ich seh nix! Vielleicht kann ich auch irgendwas selber triggern. Hier unten geht's weiter. Oh nein! Oh, da war er. Hey, Bitch! Heilige Scheiße! Oh, du musst über das Rohr dann. Ja, rein. Ja, ich hab gedacht, ich müsste da hinten lang. Ja, wir sind immer noch beim First Try. Ja, hallo, Zetka! Da müssen wir schneller sein! Da müssen wir schneller sein. Die klugen Radstecke kannst du ja auch sonst wohin stecken. Stelle. Komm, 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 komm. Solltest mich immer vorlassen, weil ich muss schießen. Hab ich doch gerade gemacht. Kommt es diesmal nicht? Doch, jetzt kommt es. Oh, das war aber schon nah. Jetzt hier was Maul drüber. Achte. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wo das ist.
Mist, verficktes Hurenstück. Lauf einfach. Da. Oh. Das ganze Munition mit auf dieses Pissbalk. Ach, die Zeit ist wieder rum, ne? Rennt einfach. Haben wir eben gemacht, da sind wir aber gestorben. Hast du nicht zugeguckt? Ne, das Problem ist, wenn dich einer dieser Viecher trifft, bist du direkt tot. Da kannst du nichts machen. Das heißt, du musst den erschießen. Jetzt habe ich meine Rauchflaschen wieder. Ich könnte die direkt werfen. Ja, eine Rauchflasche ist super. Ja. Trinken uns da was. Hast du die Muni aufgesammelt? Ja, das fragst du immer. Ich sehe, wir sind auf jeden Fall mit genug Restzeit in diesen Checkpoint reingegangen. So. Geh weiter. Ja, das Vieh kommt doch jetzt gleich. Nein, wir müssen erstmal die Leitern runter. Ja? Achso, die jetzt wieder kommt. Ja. Lauf! Das Vieh ist nach den Röhren, ja. Da Baron hat schon alles gesehen. Hä? Jetzt, wo ich es gesehen habe, habe ich auch gesehen, dass es nach den Röhren. Hilft auf jeden Fall die Rauchflasche. Geh runter! Mistkind! Ab und zu klappt das nicht so ganz. Nee, das stoppt oft. Glück dich! Du schaffst das schon! Da ist der Ausgang. Ja. Also denke ich mal. Leo! Moira? Naja, ich lebe! Alter, Barry tötet dich. Hallo, Ausschnitt! Ach, du lebst dann noch. Stell dich nicht so an. Ich kann dir noch einen Headshot geben. Nein! Fuck es bloß nicht! Moira! Oh Gott! Ja, steh dann, ne? Ja, geh. Tschüss. Ich werde dir schießen. Aber ich hab. Leider kann ich die Waffe nicht ausziehen. Claire! Tschüss. YOLO! Wow. Ja, sie ist tot, ne? Ja, ist sie nicht. Aber du liegst da. Oh, du verwandelst dich? Nein, ich bin tot. Wow, heftig. Hätte man was machen können? Hätte man sie ja leben lassen können? Weiß ich nicht. Hätte man sie retten können? Weiß ich nicht. Hättest du nicht den Diamanten mitnehmen können? Aua! Bleiben wir mal ernst jetzt gerade, Freundchen. Ja, hast du wenigstens alle deine Items noch geben können. Was bist du eigentlich für ein Arschloch? Moira ist tot. Und ich frage mich gerade, ob du zurück hättest gehen können. Nein, ich hab geguckt. Ich konnte nicht gehen mehr. Ach du Scheiße. Die Last mit dem Glasp. Gott, ja, komm mal. Treffgenauigkeit, die waren alle unsichtbar. Ja? Also da wollen wir mal nicht drüber reden jetzt. Wir gehen auch direkt weiter. Scheiße, wir sind schon durch. Wir können jetzt noch die zweite machen, ne? Wir haben 8:30 bis 23 Uhr, ne? Weiß nicht, wie lange das noch geht, ne? 2,5 Stunden haben wir jetzt gebraucht. Ja, sollen wir die finale Episode mit Barry und Natalie auch spielen? Natalia. Dann werden wir Natalia. Kurze Pause machen und dann direkt weiter, ne? Ah ne, wir haben 1,5 Stunden jetzt gerade mal gebraucht. Für die hier. Ja, wir haben 19:30 gestartet. Also knapp eine Stunde. Circa. Also Leute, was meint ihr? Sollen wir gerade noch die andere, die zweite Episode mit dranhängen mit Natalia und Barry? Oder lieber auf Mittwoch? Ich würde aber gerne noch sein Admiral-Outfit ausprobieren. Ah ja. Sieht zwar nicht so toll aus, aber da haben wir es mal damit gespielt. Just do it. Finish it.
geklaut hat, schmeißt die Arme in die Luft. Ich glaube, das heißt auch ja. Ah, fuck, das geht ja nicht mehr. Du warst zu verschwenderisch. Ah, scheiß auf verschwenderisch. Das habe ich nicht mit gerechnet. Ich könnte gerade ein paar Tränchen verdrücken, deswegen. Ja. Irgendwie ist sie mir doch ans Herz gewachsen. Ach du Scheiße. Da spiele ich das ganze verfickte Spiel mit ihr und dann lasst ihr die sterben, oder was? Ja, sieht's aus. Ihr seid so böse. Wehe, Natalia stirbt jetzt, ey. Wenn meine beiden Charaktere sterben würden, ich würde weinen. Ja. Okay, dann machen wir hier ein Päuschen und dann spielen wir nachher die eine Episode nach. Genau. Noch. Machen wir jetzt mal so 10 Minuten. Ja. Dann würde ich sagen, bis gleich, ihr Lieben. Bis gleich.